Stimmen hier auf der Bühne von einem Gerät, das signalisiert, dass er nichts mehr sagen möchte, sondern konzentriert sich auf die Aufgabe, die vor ihm liegt, nämlich in den Himmel zu rasen, fast in die Stratosphäre. Aber viel wichtiger ist, Nico, du hältst schon die Daumen, oder? Dass der Papa wieder gesund runterkommt. Helm ist auf, Handschuhe. Aber wie gesagt, liebe Freunde, Konzentration, das wird dann sehr, sehr rasch funktionieren. Wir haben es ja vorhin schon gehört, es gibt nicht Halbgas, es gibt nicht Viertelgas, es gibt ein bisschen probieren, es gibt Vollgas oder nichts. Und Günther braucht von seiner Vespa alles, was drinnen steckt, alle PS. Er kann nicht mit der Treppe runtergehen, sondern muss alles rausreißen, was seine Vespa hergeht. Also, guten Tag! Die Maschine wird warm fahren. Scheint alles zu funktionieren. Günther besteigt seine Vespa. Zwei Takte ist heiß gelaufen. Alles Gute, Günther. Leg los. Toi, toi, toi. Hol dir den Weltrekord. Hey! Fantastisch! Neuer Weltrekord. Günther. Herr Scharnreiter, vielen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. Sie können heute nicht auf die Bühne kommen, weil Sie eine Operation gehabt haben. Aber auch Ihr Erfolg, den Sie mit Ihrer Firma gestiftet haben, ist Beitrag für diesen Weltrekord.